Ja, hallo Messerfreunde, herzlich willkommen. Heute schauen wir uns kurz ein kleines, mittleres, aber recht robust gebautes Backtaschenmesser an. Hier in einer ganz Stahlausführung mit dezent aufgesetzten Holzgriffschalen. Liner-Lock-Verriegelung, Daumenpins, das Modell 271. Oder Seriennummer. Back USA und schöner Stahl. Sie haben hier den 154 cm verwendet. Nach der Bosshärtung. So ein dokumentiertes Härteverfahren kann man nachlesen, zu welchen Temperaturen, welche Zeiten diese Klinge dann gehärtet wurde. Ne? Schön, richtig massiv, wenn man überlegt, dass das hier so ein kleines Teil ist. Wir haben ja hier gerade mal eine 6 cm Schneide bei einer Gesamtlänge von 16,3. Aber das ist ein richtig robustes kleines Teil. Ne? Eignet sich bestimmt auch als Jagdmesser für leichtes Wild. Ne? Kleines Wild. Hat so ein bisschen einen amerikanischen Jagdstyle. Eine große Klingenachse hier mit Torx. Auf der Rückseite ebenfalls schön großes Gegenstück dazu. Bisschen dünner Liner, aber erfüllt seinen Zweck. Steht wunderbar am Anfang mit seiner Breite. Komplett offene Konstruktion, ein bisschen skelettiert, um ein bisschen Gewicht zu sparen, aber trotzdem massivste Ausführung. Allein der Spacer da hinten drin ist ein fetter Brummer, Lanyard Hole. Krasses kleines Teil. Liegt aber gut in der Faust. Ne? Verschwindet so in der ganzen Faust. Nur die kleine Klinge schaut raus. Nett, aber ganz schön wuchtig. Vor allem, dass es hier so ein kleiner Kraftzwerg ist. Wenn wir mal schauen in Heftlänge, haben wir hier, siehst du raus, nicht einmal 10 cm, ne? Na ja, doch, 10,3. Etwas über 10 cm. Also hat auch keinen Clip, ne? Kannst du so in der Hosentasche tragen, hat aber 4,05 Unzen, satte 116 Gramm. Das Teil wiegt mehr wie ein Spyderco Paramilitary 2 mit 108. Kann man sich immer gut merken, ne? Das Paramilitary 2 108 Gramm. Deswegen so die Gewichtsreferenz. Das ist sehr leicht für ein großes Messer. Da ist das Teil hier schon ein richtiger Brocken. Aber finde ich schön, diese Bugs, die haben irgendwie so ein bisschen was Klassisches, Uriges, Amerikanisches an sich. Und auch dieses Messer geht wunderbar auf. Verriegelt sauber, kein Spiel. Ja, und auch das Messer hat man mir geschickt für den Kalender. Ob ich es jetzt in diesen noch einbaue oder in die nächste Aktion, das weiß ich nicht. Das muss ich noch schauen. Es kommt wieder ein bisschen an Bewegung in die Preise. Ne? Ich muss ein bisschen jonglieren, dass von allem ein bisschen was drin ist. Mal schauen. Vielleicht geht ein Messer raus gegen das oder das. Sehen wir dann, glaube ich, bis auf den letzten Drücker, wenn es soweit ist, am 1. Dezember. Also Leute, ihr habt noch die Möglichkeit mitzumachen. Es geht wirklich tolle Preise, mal schauen, vielleicht packen wir auch den hier gleich mit rein. Ein schönes kleines Backjagdmesser mit Topstahl und einer wirklich ansprechenden, eleganten, finde ich, robusten Ausführung. Hat einen Hohlschliff, ne? Das Ding ist mit Sicherheit ein schöner kleiner Schneidteufel. Und hat auch, finde ich, ein schönes Design. Klinge verschwindet hier am Ende. Schön im Heft. Okay, Leute. Danke fürs Reinsetzen, Bewerten, Kommentieren. Der Hillbilly und dieses schöne kleine Backtaschenmesser sagen danke fürs Reinschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Macht's gut.